Was ist eigentlich ein Ersatzsignal? So, und jetzt stellen sich vielleicht viele vor, naja, ein Ersatzsignal ist vielleicht eine Ersatzglühbirne in einem Signal. Für den Fall, dass das Richtige nicht geht, nehmen wir halt das Ersatzsignal. So ist es nicht. Ja. Ersatzsignal heißt übrigens ZS1. Und keine Angst, man kann das wieder googeln. Ich erzähle also nichts Internes. Ersatzsignal heißt, übersetzt, am Signal HP0 oder gestörten Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren. Das ist sozusagen der Inhalt, der Begriff von diesem Signal, ZS1, Ersatzsignal. Wofür brauchen wir sowas? Nun, stellt euch vor, ich stehe vor einem roten Signal. Und dieses rote Signal ist gestört. Gestört heißt, es lässt sich nicht mehr stellen, es lässt sich nicht mehr auf grün stellen, auf Fahrt stellen. Feinsteiger hat ein Problem damit. Das sind einmal diese Geschichten, wo man am Bahncheck steht und dann sagt die Blechelse so, 20 Minuten Verspätung. Grund hierfür, Signalstörung, wir bitten um Entschuldigung. Signalstörung, ich komme nicht dran vorbei. So, jetzt kann ich natürlich nicht hier jahrelang vor dem Signal stehen und warten, bis das auf grün geht. Ja, irgendwann kommen Techniker und fummeln da rum und so weiter. Das dauert alles viel zu lang. Der Betrieb muss ja irgendwie aufrechterhalten werden können. Und das kann er auch, indem der Fahrdienstleiter mir an diesem Signal, an diesem gestörten Signal, einfach ein Ersatzsignal zeigt. Ja? Man kann auch mit anderen Methoden noch dran vorbeifahren. Ne? Schriftlichen Befehl, so heißt es ja auch beim ZS1, dass man da ohne schriftlichen Befehl vorbeifährt. Also, er zündet hier also ein Ersatzsignal an. Und wenn ich das sehe, kann ich, obwohl es rot ist, dran vorbeifahren. Ne? Unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Ne? Nur eine bestimmte Geschwindigkeit und ich muss technisch noch irgendwie was drücken, damit ich an dem roten Signal vorbeikomme, ohne dass ich eine Zwangsbremsung bekomme. So, wie sieht so ein ZS1 aus? Ich zeige es euch gleich, aber ich erkläre es kurz. Und zwar an einem Signalschirm, an den herkömmlichen Signalen, ist so ein zusätzlicher Signalschirm dran. Der ist so dreieckig. Und da sind drei weiße Lichter in Form eines A's. Wie ein Spitzensignal. Ja. Drei weiße Lichter in Form eines A's. Oder bei neueren Signalen, KS-System zum Beispiel, da ist dann bloß noch ein weißer Punkt, der blinkt. So, zeige ich euch kurz, wie es aussieht. Hier haben wir das Ausfahrsignal von Aulendorf und an dem ist ein ZS1 dran. Und zwar diese Dreierkombination hier. Das ist das Ersatzsignal. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Dieses Ding kann also der Fahrdienstleiter immer stellen. Auch bei einer Störung oder gerade bei einer Störung. Er darf es natürlich nicht immer stellen. Er muss natürlich vorher trotzdem seine ganzen Prüfungen erledigen. Ja, seine ganzen Bedingungen erfüllen, wann denn der Zug dann überhaupt fahren darf. Und dann kann er es mir stellen. So, kleiner Fun Fact. Das Signal bedeutet ja am Signal HP0 oder gestörten Lichthauptsignal. Ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren. So, was ist denn ein HP0 zum Beispiel, wenn es nicht ein Lichthauptsignal ist? Richtig? Ein Formsignal. So, das ist der Signalflügel, der steht so waagerecht, heißt HP0, halt. Ne? Wenn der jetzt abbricht und dann so runterhängt, dann zeigt der nicht mehr HP0. Ne? Und der kann den auch nicht mehr stellen, weil er abgebrochen ist. Dann kann er auch nicht mehr HP1 zeigen. Und wir können nicht mehr fahren. So, wenn ich vor diesem Signal zum Stehen komme, wie komme ich dran vorbei? ZS1, Ersatzsignal. Falsch! Das Ersatzsignal heißt, am Signal HP0 oder gestörten Lichthauptsignal dran vorbeifahren. Das ist aber kein HP0. Das ist ein abgebrochener Signalflügel. Da komme ich jetzt also nicht mit ZS1 dran vorbei. Hier brauche ich wirklich einen schriftlichen Befehl. Oder was anderes. Ich habe ein Lichthauptsignal, aber es leuchtet alles. Rot, Gelb, Grün, alles. Klar, es ist gestört. Und ich komme mit dem ZS1 an einem gestörten Lichthauptsignal dran vorbei. Aber es ist nicht nur gestört, es zeigt mir auch ein zweifelhaftes Signalbild. Und das heißt nicht Vorbeifahrt am HP0 oder zweifelhaften und gestörten Signal. Nein, nur gestört. Wenn es zweifelhaft ist, dann auch nicht mit ZS1. Warum nicht? Weil das ZS1, was hier leuchtet, könnte ja auch zweifelhaft sein, könnte auch gestört sein. Ne? Deswegen können wir uns da nicht drauf verlassen. So, das sind zum Beispiel zwei Fälle, wo man als Lokführer wissen sollte, hier nicht vorbeifahren, obwohl es leuchtet. Ja. So, also, was ist ein Ersatzsignal? Ein Ersatzsignal ist eine Möglichkeit einer Zustimmung zur Fahrt vom Fahrdienstleiter, wenn das
zuständige Hauptsignal gestört ist. Puh, war das ungefähr einleuchtend? Wenn ihr da Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Okay, tschüss.